Ja, kennt er den noch? Das ist der ICOM ICR 1500. Das ist ja der Nachfolger von dem PCR 1000. Und der hat einen deutlich höheren Frequenzbereich bis über 3000 Megahertz. Allerdings so ich habe es nie probiert in diesem Bereich, aber ich habe gehört, hier hinten ist eigentlich alles gleich, bis auf diesen USB. Das war ja vorher die serielle Schnittstelle. RS-232 war das vorher beim PCR 1000. Ja, auf jeden ja, Packet hat er auch. Das heißt, hier kommt das RAW-Signal raus. Ansonsten ist es ziemlich gleich eigentlich. Er ist aber ein bisschen unempfindlicher im Kurzwellenbereich. Wie gesagt, dafür hat er einen höheren Frequenzbereich. Und das Besondere ist dieses Ding hier. Das kann man optional dazu kriegen. Und das hatte ich netterweise, irgendwie war das schon dabei. Das ist ein Handteil. Also der ist jetzt nicht angeschlossen am PC, sondern funktioniert standalone. Nur mit diesem Bedienteil. Es ist ein sehr, sehr langes Kabel. Also mindestens 2 Meter. Und ja, das funktioniert ja wunderbar. Das ist jetzt Amateurfunk. Müssen Sie mir nicht machen. Amateurfunk. Mal weiter gucken. Tuning Step kann ich hier einstellen. Dann Mode muss ich gedrückt halten. Dann kann ich hier alles Mögliche einstellen, so die Standarddinger halt. Dann, wenn ich ihn abspeichern will, dann drücke ich hier drauf. Kurz erstmal, einmal nur kurz. Dann suche ich mir den Speicherplatz aus. Dann drücke ich lang. Wenn ich jetzt auf MR wie Memory Recall drücke, dann habe ich ihn da, ne? Das ist ein Wetterfax zum Beispiel, das habe ich mir gespeichert. Das ist ein RTTY, Pinneberg, Wetter, Seewetterbericht. Das ist mein Wetterballon. Da habe ich noch keinen dekodiert, da muss ich erstmal gucken, in welchem Modus der hier dekodiert. Das ist die Wettertante. Dass etwa 4,5 Milliarden So ein Menschen paar ein Fünftel des Radiosender, Medienbedarfs das ist HR Info, ausdecken. Deutschlandfunk. Naja, da kann man halt. Jetzt habe ich auf Megahertz gedrückt hier. Ich könnte auch, kann auch scannen, wenn ich den gedrückt halte. Ja, Daniel, habe ich verstanden. DO1, DLF, HB9, CVE. Ich kann es leider nicht genau aufnehmen. Aber der Empfang ist ganz gut, also QRM-mäßig auf dem fast gleichen Level. perfekt. Tut mir schrecklich leid. Falls ich durchkomme, Signal hier. Ich mach mal weiter. 5,5, Tuning Step. RTTY. Mal sehen, ob er Mittelwelle auch kann. Tuning Step 9. Ja, warum nicht? Ist ja Mittelwelle. Ah ja. Mittelwelle kann er auch. Also vom Empfang her, natürlich kann er das, ne? Aber ich dachte, vielleicht ist er da nicht so gut vom Empfang.
666 ist schwer zu empfangen. Ne, den kriegt er jetzt auch noch nicht rein. Den müsste er eigentlich besser empfangen. Das ist ein spanischer Sender. Antenne ist jetzt die SAR 7000. Oder wie heißt die? Ja, ich glaube. Eine SA 7000. Von AOR. Das ist eine Stabantenne. Breitband. Das ist der Italiener. Machen wir mal den Engländer. Das ist London. Das ist ein indischer Sender aus London. So, dann werde ich jetzt mal den hier ausschalten. Jetzt ist er aus. Und jetzt kann ich den hier per USB verbinden. Und dann kann ich ja mal die Software starten. Ich mache es jetzt mal aus Bequemlichkeit. Einfach nur so. Kein Screen-Video. Ich will es ja nur mal kurz zeigen. Ja, das ist so die... ist halt noch für kleinere Auflösungen gemacht. Deswegen füllt es hier nicht den ganzen Bildschirm aus. Ja, das ist jetzt hier... Warum höre ich da nichts? Ach so. Das ist der DCF 49. Ja, hier kann man sich so Frequenzlisten halt anlegen, wie beim PCR 1000 auch. Hier habe ich hier meine Wettersatelliten zum Beispiel. Kurzwelle. Das ist Kuba. Das ist aber jetzt noch zu früh. Das ist der Grieche. 9420. Brother Stare. Der ist neu auf dieser Frequenz. Den nehme ich immer als Referenzsender ganz gerne. So aus Florida kommt der. Kurz ein bisschen leiser machen. Jetzt hört er ja gar nichts mehr von mir. Und was haben wir noch? Ja, das ist ganz einfach. Man kann hier alle möglichen Sender anlegen halt, ne? Sind die Spanier? Ist immer lustig, wenn die Fußball kommentieren. Die regen sich immer so auf. Ja, das habe ich zwar noch nicht probiert, aber ich weiß, dass... Hier kann ich jetzt mal einen anderen... Den machen wir wieder weg. Hier kann ich jetzt eine andere Darstellung wählen, zum Beispiel so. Oh, jetzt habe ich ihn aus Versehen ausgeschaltet. Wollte ich gar nicht. Bin ich dagegen gekommen. So, jedenfalls, ja, man kann also, wenn man auf Kurzwelle ist zum Beispiel, kann man... Nehmen wir mal hier den Griechen. Kann ich hier schauen, was hier an noch so los ist, wo der Balken hoch ist, da ist irgendwas. Das ist jetzt 9480. Das ist natürlich jetzt nicht Griechenland. Müsste ich jetzt bei Shortwave Info gucken, was das ist. Meistens sind es irgendwelche Chinesen. Ja,
Also das ist ganz witzig, man kann hier halt auf diese Balken klicken und dann irgend so ein arabischer Sender. Und er wird sehr gerne zum Überwachen von Frequenzbändern und so benutzt. Das kann man hier alles schön einprogrammieren und so, ne? Ja, den hatte ich immer so rumliegen. Ich habe den eigentlich fast nie benutzt. Jetzt habe ich ihn halt mal im Büro. Ganz nett. Zack, Deutschlandfunk. Ist halt ein schöner Breitbandempfänger. Sehr solide, deswegen schätze ich ihn sehr. Der ist halt sehr solide, erstens von der mechanischen Qualität und auch so von der Zuverlässigkeit. Ne? Das ist ja kein SDR-Radio, sondern ein Blackbox-Radio, weil es halt so eine schwarze Kiste ist. Bekannter gemacht und gestärkt werden. Die Idee dabei ist, dass Wissenschaftler... Naja, ja, fiel mir gerade so ein, ne? Besonders wegen dieses Bedienteils. So, ich mache ihn nochmal raus. Und jetzt schalte ich ihn nochmal an. Ich drücke hier einfach drauf. Zack, ist er an. MR. Das ist halt ganz cool. Bin ich nicht angewiesen auf einen Rechner. Naja, gut, das soll es mal gewesen sein. Der gute alte ICOM PC, nee, ICR 1500. Wird überwiegend mit sehr gut bei eHemnet zum Beispiel bewertet, dass nur ein einziger, der enttäuscht ist. Die anderen haben alle 5 von 5 Punkten gegeben. Gutes Teil. Jo.